An vielen Orten in der Region sieht man sie schon länger. Jetzt sind die E-Scooter auch in der Gemeinde Gomadingen angekommen. Somit können Nutzer ihre Fahrt von jetzt an auch hier starten oder beenden. Doch die E-Scooter sind nicht die einzige Neuerung. Auch ein vollelektrisches Carsharing-Angebot wird es hier in Zukunft geben. Die beiden neuen Verkehrsmittel sollen den ÖPNV ergänzen und die Anschlussmobilität im ländlichen Raum verbessern. Die E-Scooter kosten pro Fahrt 1 Euro in Sperrgebühr und dann pro Minute 25 Cent. Die Carsharing-Autos kosten 9,90 Euro pro Stunde, außerdem gibt es Tagestarife und Wochenendtarife. Weitere Infos zu den Projekten gibt es online.